dass man hier als Gesellschaft einfach auch mehr Mut zeigen muss, demokratische Grundsätze und rote Linien zu verteidigen. Das ist ja auch die Idee einer Demokratie. Hallo, mein Name ist Judith Kierberger. Ich arbeite für die Grimme-Akademie, ein Referat des Grimme-Instituts. Und bei mir ist heute Pia Namberti. Magst du vielleicht ein, zwei Sätze zu dir selbst sagen? Sehr gerne doch, hallo. Genau, mein Name ist Pia Namberti, ich bin Psychologin und da vor allem im Bereich Sozialpsychologie tätig, forsche dazu, warum Menschen an Verschwörungen glauben, was das mit ihnen macht. Habe dazu auch mit Katharina Nutten zwei Bücher geschrieben, Fake Facts und True Facts. Und seit Frühling 2021 bin ich Mitgeschäftsführerin vom Center für Monitoring, Analyse und Strategie CEMAS, wo wir genau uns eben mit Verschwörungserzählung, Desinformation, Rechtsextremismus vor allem im digitalen Raum auseinandersetzen. Seit wann setzt du dich denn mit Verschwörungserzählung auseinander? Gab es da so einen Punkt, wo du irgendwie dachtest, das ist super interessant, oder hat sich das einfach irgendwie entwickelt? Ich würde sagen, beides. Also ich habe mich schon immer dafür interessiert, welche Vorurteile es in der Gesellschaft gibt, wie die sich verbreiten, wie die entstehen, was hier die psychologischen Aspekte sind, und habe mich da auch nochmal mit Esoterik als Träger von menschenfeindlichen Inhalten auseinandergesetzt. Und da konnte man immer ganz gut sehen, dass die Verschwörungsideologie, der Verschwörungsglauben etwas ist, was so quer liegt in der Gesellschaft. Das heißt, es gibt jetzt keine gesellschaftliche Gruppe, in der das nicht vorkommt. Und gleichzeitig war zu dem Zeitpunkt noch nicht viel psychologische Forschung da. Das ist ja ein relativ neues Forschungsfeld. Und so bin ich dann dahin gekommen. Gerade während der Corona-Pandemie ist man ja immer wieder im Internet oder manchmal sogar in privaten Freundesgruppen, in der Familie Verschwörungserzählungen begegnet. Und häufig hatte ich so das Gefühl, dass wenn man über Menschen spricht, die an Verschwörungserzählungen glauben, dass man die schnell so ein bisschen belächelt. Und zeitgleich frage ich mich aber, kann das nicht doch irgendwie eine Gefahr für eine Demokratie werden, wenn viele Menschen an Verschwörungserzählungen glauben? Genau, das ist ein wichtiger Punkt. Also vor der Pandemie war es wirklich so, man hat vor allem über das Thema gelacht, ne? Also die meisten Dokus über das Thema waren sowas wie die 10 verrücktesten, absurdesten, lustigsten Verschwörungstheorien, ja damals noch. Wenn ich Vorträge gehalten habe, fing das meistens mit so Fragen an wie, was ist denn Ihre Lieblingsverschwörungstheorie, was ist das Lustigste? Und am Ende vom Vortrag war dann meistens, naja, so lustig ist das Thema ja doch nicht. Da hat sich in der Gesellschaft schon viel geändert, dass Menschen jetzt viel mehr verstehen, das klingt vielleicht absurd, aber es ist halt auch gefährlich. Und wenn wir eben sehen, der Verschwörungsglaube, das ist ja auch eine Form von Vorurteil. Das ist ein Vorurteil gegenüber all denen, die als mächtig markiert werden. Das sind manchmal Menschen oder Gruppen, die sind wirklich mächtig. Ganz häufig wird die Macht aber entweder überschätzt oder eben erst konstruiert. Und wenn man eben viele Menschen hat, die an Verschwörungen glauben in der Gesellschaft, hat das Konsequenzen. Wir sehen das in unseren Studien und viele andere Studien zeigen das auch, dass je stärker der Verschwörungsglaube, desto eher zieht man sich aus einem demokratischen System zurück, weil man ja glaubt, die Politik sei eine einzige Verschwörung. Je stärker man Verschwörungen glaubt, desto eher wendet man sich auch medizinisch Alternativen zu, desto weniger ist man bereit, sich impfen zu lassen oder auch den Corona-Maßnahmen zu folgen. Also das macht schon was. Stellst du in deiner Forschung auch fest, dass die Wissenschaft immer mehr an Glaubwürdigkeit verliert? Also befindet sich die Wissenschaft dann auch in einer Krise? Du hast gerade gesagt, dass Menschen sich beispielsweise nicht impfen lassen, dass sie nicht auf Studien nicht vertrauen. Stellst du das auch fest? Auf der einen Seite ist es so, dass in der Corona-Pandemie das Vertrauen in die Wissenschaft ja erstmal eher gestiegen ist und dass viele Menschen sehen, wie relevant Wissenschaft, wissenschaftliches Denken, Evidenz ist, um Krisen zu meistern, um mit gesellschaftlichen Problemen umgehen zu können. Gleichzeitig haben wir aber auch eine Gruppe, die immer stärker auch gegen Wissenschaftler, WissenschaftlerInnen mobilisiert, gegen sie hetzt, sie als Feindbild darstellt. Und jetzt kommen wir an so einen Punkt, der es relativ schwierig macht, das festzustellen, weil wer der Wissenschaft nicht mehr vertraut, wer glaubt, die Wissenschaft sei Teil einer Verschwörung, nimmt wahrscheinlich auch weniger an Studien teil, die genau das messen sollen. Das heißt, wir wissen gar nicht so sehr, hat das wirklich zugenommen, sind das jetzt viel, viel mehr, wenn das eben diese, die sich nicht mehr auch befragen lassen. Das ist im Moment ein Problem, vor dem wir auch stehen. Man sieht aber eben schon,
dass jetzt auch nochmal andere Wissenschaftlerinnen immer häufiger attackiert werden. Das gab es auch vor der Pandemie schon, ne? Dass gerade Klimawissenschaftlerinnen haben das ja auch schon berichtet, dass gegen sie gehetzt wurde. Wer zum Beispiel auch zu Gender forscht, wird häufiger attackiert. Aber das, was zum Beispiel Virologinnen jetzt gerade nochmal erleben, ist für sie häufig neu. Da gab es auch neue Studien, zum Beispiel Nature, das ist ein Wissenschaftsmagazin, die haben eine Umfrage gemacht. Und da haben schon sehr, sehr viele gesagt, die sich öffentlich äußern, dass sie eben Hass erleben, dass sie Drohungen erleben, dass sie Morddrohungen bekommen. Das ist eine Erfahrung, die ich selber auch machen musste. Und wie kann man da persönlich mit umgehen als Wissenschaftlerin? Ich glaube, es ist erstmal wichtig, denn dass wenn wir davon sprechen, dass es mehr Wissenschaftskommunikation braucht, dass Wissenschaftlerinnen vorbereitet werden, was passieren kann und wie sie sich schützen können und dass eben dieser Schutz ernster genommen wird. Das heißt, für mich ist das immer erstmal eine Aufgabe, die haben die Universitäten, die haben die Forschungsgemeinschaften, die Förderer, dass sie hier das einfach auch mehr mitdenken, weil bis jetzt war das immer nicht so ein Thema. Ne? Man sagt, Wissenschaftlerinnen sollen mehr kommunizieren, macht aber wenig, um sie eben zu schützen. Persönlich kann man eben, ja, gibt es da verschiedenste Umgangsmöglichkeiten, dass man eben versucht, nichts Privates über sich sichtbar irgendwo im Netz zu haben. Da achte ich auch sehr drauf, dass da nicht irgendwelche Informationen über mich da sind. Es gibt Beratungsstellen, die sogenannten Opferberatungsstellen oder auch die mobilen Beratungsstellen gegen Rechtsextremismus. Die helfen einem so zum einen bei einer Sicherheitseinschätzung, weil das ja manchmal schwer auch von, ja, nachzuvollziehen ist, ist diese Drohung jetzt eine reale Gefahr für mich oder will jemand sich da, ja, will mir jemand eigentlich nur Angst machen? Die helfen auch beim psychosozialen Umgang, also welche Strategien finde ich? Und was mir immer persönlich auch sehr hilft, ist, dass man sich Netzwerke schafft von Menschen, die Ähnliches erleben, mit denen man sich austauscht, weil Außenstehende das oft nicht nachvollziehen können, das schwer einschätzen können, dann vielleicht einfach schockiert sind. Das hilft einem in dem Moment aber nicht. Und dass man da wirklich guckt, wer erlebt vielleicht Ähnliches, mit wem kann ich darüber sprechen. Und das ist eben wichtig, das, ja, wie gesagt, einfach auch ernster zu nehmen als Bedrohung, weil ich das auch schon selber im Gespräch mit Wissenschaftlern, gerade Nachwuchswissenschaftlerinnen, erlebt habe, dass sie sagen, sie möchten nicht mehr in die Öffentlichkeit gehen, weil sie ja sehen, was ja, bekannten Namen passiert, was sie erleben müssen und sie dann Angst haben. Du hast gerade über deinen persönlichen Umgang und auch in der Wissenschaftscommunity über den Umgang gesprochen. Wir fragen uns immer in der Akademie, weil wir ja auch viel zu Umgangsformen mit Hate Speech irgendwie machen. Wir publizieren dazu ja auch recht viel. Wir haben uns gefragt, gibt es denn auch sowas wie ein Heilmittel für Verschwörungserzählungen? Ich glaube nicht, dass es sowas gibt wie die Impfung gegen Verschwörungserzählungen, ne? Die man jetzt, man hat dann so vier Zutaten und dann verschwindet das Ganze, weil das was relativ Stabiles ist, was wir über die nicht nur Jahrzehnte, sondern Jahrhunderte bis Jahrtausende in menschlichen Gesellschaften sehen. Ich glaube aber trotzdem, dass man was tun kann und dass man als Gesellschaft auch auf verschiedenen Ebenen etwas tun muss. Wir haben jetzt die Pandemie und selbst wenn die vorbei ist, diese Menschen verschwinden ja nicht. Wir haben eine Klimakrise, die wir bewältigen müssen. Damit gehen verschiedenste andere Problemlagen einher. Und man hat zum Beispiel ja auch gesehen, als es zur Flutkatastrophe kam in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz, dass direkt da auch eine verschwörungsideologische Mobilisierung stattgefunden hat, dass mehrere hunderttausend Euro Spenden gesammelt wurden aus dem Milieu. Also da findet immer auch eine Reaktivierung statt. Wenn wir uns überlegen, was können wir als Gesellschaft tun, würde ich sagen, zum einen geht es darum, Betroffene von Verschwörungsideologien, und damit meine ich zum Beispiel Jüdinnen und Juden, die angegriffen werden, Wissenschaftlerinnen, die attackiert werden, Mitarbeiterinnen im Einzelhandel bei der Deutschen Bahn, dass man die besser schützt, online wie offline. Dass man, wenn Angehörige nicht weiter wissen, dass man hier Beratungsmöglichkeiten hat. Das heißt, diese Beratungsstellen brauchen einfach auch eine stabile Finanzierung. Und als Gesellschaft denke ich, wir haben da ganz häufig diesen Ansatz, man muss ja nur miteinander sprechen und dann lösen sich solche Probleme auf. Menschen sind kommunikative Wesen. Natürlich ist dann Kommunikation immer erstmal der Lösungsvorschlag. Wenn ich mir aber sozialpsychologische Forschung anschaue, würde ich sagen, dass
Normen hier eigentlich noch mal eine viel größere Rolle spielen, nämlich Normen, was man in der Gesellschaft ja sagen kann und wo auch einfach Grenzen liegen. Also in einem Moment, wo eine Person zum Beispiel sagt, dass hinter der Pandemie würde eine jüdische Weltverschwörung stecken, dass man dann sagt, unter diesen Bedingungen spreche ich nicht mit dir. Wir können miteinander reden, unter anderen, aber unter diesen nicht. Und dass diese Normen eigentlich noch mal viel relevanter wären bei einer Eindämmung, dass man hier als Gesellschaft einfach auch mehr Mut zeigen muss, demokratische Grundsätze und rote Linien zu verteidigen. Das ist ja auch die Idee einer Demokratie. Vielen, vielen Dank für das wirklich interessante Interview. Das hat mir persönlich auch noch mal ganz neue Eindrücke gegeben. Ich bedanke mich. Ja, gerne. Danke für die Einladung. Danke.